Was gibt es heute noch? Es ist eine kaum vorstellbare Zahl, die da heute aus einem Abschlussbericht hervorgeht über Missbrauch in der US-amerikanischen Kirche. 300 katholische Priester sollen mehr als 1000 Kinder über Jahrzehnte missbraucht haben. Verbrechen an Kindern, die nach all den Jahren in den meisten Fällen sogar auch noch verjährt sind. Schmerz und Leid aber sicher nicht. Wenn der Priester dich jeden Tag angefasst hat, dann ist das eine schlimme Erinnerung. Seine Hände waren überall. Mich hat er ausgewählt, weil ich keinen Vater hatte. Diese drei Menschen sprechen stellvertretend für mehr als 1000. Mehr als 1000 Menschen, die als Kinder von Priestern missbraucht worden sind. Das jedenfalls sagt der Generalstaatsanwalt von Pennsylvania. Wir haben handfeste Beweise wegen Missbrauchs gegen 301 Priester. Und so schockierend diese Zahl ist, vermuten wir, dass es sogar noch mehr sind. Weil wir noch mehr Namen in Kirchenarchiven gefunden haben. Der Bericht, der jetzt veröffentlicht wurde, ist mehr als 800 Seiten lang. Jahrelang haben Ermittler recherchiert, geheime Dokumente der Kirche gefunden und ausgewertet, Opfer gesucht und gefunden. Manche von ihnen wollten nichts sagen, weswegen es eigentlich noch mehr sind als die genannten 1000 Opfer. Die Priester haben die kleinen Jungen und Mädchen vergewaltigt. Und diejenigen, die das erfahren haben, haben die Priester gedeckt. Über Jahrzehnte. Den Kindern wurde eingetrichtert, dass das, was da mit ihnen getan wurde, nicht nur normal sei, sondern sogar heilig. Die Missbräuche sollen sich über 70 Jahre hingezogen haben. Fast alle Fälle sind inzwischen verjährt, sodass fast niemand mehr angeklagt werden kann. Und trotzdem ist der Bericht für die Opfer eine große Genugtuung. Dieser Bericht hilft all denen, die keine Familie haben. Sie wissen jetzt, da draußen sind Menschen, die ihnen glauben. Darüber zu sprechen ist so wichtig, damit es heilen kann. Ich habe immer gesagt, die kriegen mich nicht klein. Dramatische Fälle, Geschichten aus den USA in diesem Falle. Die katholische Kirche wird wieder von einem Missbrauchsskandal erschüttert, diesmal in den USA. Die Ausmaße sind wieder ungeheuerlich. Eine Geschworenenjury hat die Ergebnisse einer Untersuchung vorgelegt, wie Priester über Jahrzehnte hinweg über 1000 Kinder und Jugendliche missbraucht haben. In der Kirche hätten Mitleid und Fürsorge den Kirchenfürsten und den Tätern gegolten und nicht den Opfern. Es gäbe eine Kultur der Vertuschung, nicht der Aufklärung. Ines Trams berichtet. Eine emotionale Pressekonferenz. Einige der Opfer hören nochmals, was ihnen angetan wurde. Es sind erschütternde Details, die der Generalstaatsanwalt von Pennsylvania in einem Bericht vorlegt. Sexueller Missbrauch an mindestens 1000 Kindern durch mehr als 300 Priester. Ein Junge wurde beispielsweise gezwungen, nackt als Jesus am Kreuz zu posieren. Die Priester machten Fotos von ihm für ihre Pornosammlung. Goldene Kreuze hängten sie den Jungen um den Hals als Zeichen, welcher von ihnen bereits gefügig gemacht worden war. 900 Seiten zu Kindesmissbrauch innerhalb der Kirche der USA. Der Bericht wertet Dutzende Zeugenaussagen aus und Dokumente aus geheimen Archiven der Bistümer. Nur unter Druck konnten sich die Ermittler Zugang dazu verschaffen. Denn systematisch wurde der Missbrauch vertuscht, durch Kirchenobere bis hinein in den Vatikan. Beschuldigte Priester wurden schlicht versetzt, oft gar befördert. In den Diözesen hatten die Bischöfe den Schlüssel zu diesen Geheimarchiven, in denen die Anschuldigungen, die Geständnisse, aber auch die Methoden der Vertuschung dokumentiert waren. Für die Opfer ist die Veröffentlichung des Berichts ein Akt der Befreiung, wie sie sagen. In einem Video berichten sie von jahrelanger Traumatisierung. Du wurdest daran gewöhnt, dass die Hand eines erwachsenen Mannes auf dir war, ständig. Wer sollte mir denn glauben, damals in den 40er Jahren, dass ein Priester sowas tun würde?
Das geht nie weg. Das hat einen Effekt auf dein restliches Leben. Die Missbrauchsopfer sind wütend. Strafverfahren gibt es nur gegen zwei verdächtige Priester. Die meisten Fälle sind verjährt. Auch Jims Fall. Er beschuldigt einen Lehrer und Pater, ihn zu Beginn der 80er Jahre missbraucht zu haben. Da traut man sich eine Anklage und sagt, jetzt will ich den kriegen. Das Gesetz aber sagt, sorry, du bist zwar missbraucht worden, aber wir schützen den Täter. Unter anderem ihm wird Vertuschung vorgeworfen, Kardinal Wörl. Der frühere Bischof von Pittsburgh weist das zurück, ist aber auffallend zurückhaltend mit Prognosen für die Zukunft. Ich glaube nicht, dass man garantieren kann, dass einem Priester in seinem Leben niemals wieder ein Fehler passiert. Du kannst nicht mehr als dein Bestes geben, um ein Problem auszumerzen. Die Missbrauchsopfer haben dafür gekämpft, die Wahrheit nun zu veröffentlichen. Bis zum Schluss sollen beschuldigte Priester versucht haben, den Bericht zu verhindern. Die Bundeskanzlerin.